heißt nichts. Kein Name, kein Gesicht. Ich bin in der Nichts geboren. Man kann sagen, ich bin nicht. Das ist der 13-jährige Leon. Beim Stöbern hat er zufällig seine Adoptionspapiere entdeckt, herausgefunden, dass er nicht das leibliche Kind seiner Eltern ist. Sein Leben steht plötzlich Kopf. Er fühlt sich betrogen von den Adoptiveltern, die nie etwas gesagt haben, und verraten von der leiblichen Mutter, die ihn weggegeben hat. Alles, woran Leon bisher geglaubt hat, bricht zusammen. Benedikt Klein kennt diese Ohnmacht nur allzu gut. Weiß genau, wie schwierig es ist, die eigene Herkunft nicht zu kennen, gerade in der Pubertät. Mit 4 Monaten wird er adoptiert, von einer Familie, die alles für ihn tut. Doch das Gefühl, dass etwas fehlt, ist seit frühester Kindheit da. Wenn man adoptiert wird, wird man auch weggegeben von seinen Eltern und fühlt sich daher häufig abgelehnt. Und es ist natürlich auch dieser Verdrängungsprozess, der erstmal lange dazu führt oder wo man sich lange mit verstecken kann. Aber früher oder später holt einfach da einen das ganze Thema irgendwo ein. Auch einfach schon morgens der Blick in den Spiegel, dann nicht zu wissen, wem sehe ich ähnlich, sehe ich der Mutter ähnlich, sehe ich dem Vater ähnlich. Benedikt stürzt das lange Zeit in eine tiefe Krise. Er wird depressiv, droht in falsche Kreise abzurutschen, tut Dinge, auf die er heute nicht mehr stolz ist. Näher darüber sprechen möchte er nicht. Doch damals will er den anderen einfach nur gefallen. Eine weitere Ablehnung kann er nicht ertragen. Diese Angst, die man immer hat, ist irgendwo, dass man ausgegrenzt wird wieder von irgendwelchen Gruppen. Also das fängt an, wenn man in Planungen ausgeschlossen, oder wenn ich in Planungen ausgeschlossen wurde irgendwo oder einfach ein ablehnendes Gefühl bemerkt habe, dass man mich nicht dabei haben wollte. Das ist eines der schlimmsten Gefühle, was so in mir hochkommen kann. Im Film schlagen die Selbstzweifel in Hass um. Leon rächt sich an seinem Halbbruder, der im Gegensatz zu ihm bei der leiblichen Mutter bleiben durfte. Alles nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Der Film überzeichnet, spitzt zu, ganz bewusst. Und dennoch, der Psychologe Gerd Lehmkuhl weiß, dass diese seelische Ausnahmesituation auch in der Realität zu extremem Verhalten führen kann. Es kommt dann häufig, nicht immer, zu einem hohen Selbstzweifel, auch zu einer oft dann Selbstablehnung, zu aggressivem Verhalten, also auch zu einem sehr sich dann verweigernden Verhalten in der aktuellen Aufenthaltsfamilie. Insofern eben dann auch zu Konflikten mit den Adoptiveltern. Und dieser Konflikt ist dann auch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen oft nicht auszuhalten und wird dann sehr aggressiv ausagiert. Dank einer Therapie hat Benedikt Klein seine schlimmsten Phasen überstanden. Doch abschließen kann er bisher nicht. Denn seine leibliche Mutter hat er noch immer nicht gefunden. Nur ihren Namen kennt er. Wo sie wohnt und ob sie überhaupt noch lebt, weiß der 31-Jährige nicht. Könnte er ihr verzeihen? Das Verzeihen. Also es gibt für mich natürlich immer irgendwo, ich kann darüber hinwegsehen, ob ich das Ganze verzeihen kann und wirklich sagen kann, die Wogen und auch die damit verbundene Wut und auch stellenweise ein Zorn, der sich da auch einfach entwickelt, ob das irgendwann beiseite gelegt werden kann, kann ich so nicht beantworten. Auch wenn er mit Freundin Anna und deren beiden Kindern mittlerweile seinen festen Platz im Leben gefunden hat, will er seine leibliche Mutter aber auf jeden Fall kennenlernen und ihr Fragen stellen. Im Film geschieht genau das. Leon trifft auf seine leibliche Mutter. Und doch ist auch das nur ein erster Schritt.